Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, die 20. Folge des neuen Formats Movie Talk und heute, Freunde, geht es um das Drei Engel für Charlie Reboot, Freunde. Ja, die ersten Bilder von Kristen Stewart und Co., also von den anderen Schauspielerinnen, sind da, Freunde. Um das Drei Engel für Charlie Reboot geht es heute in der heutigen Movie Talk Folge, Freunde. Noch dieses Jahr erwartet uns ein neuer Drei Engel für Charlie Film. Darin werden Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska zu Geheimagentinnen. Kristen Stewart ist bereit, das Blockbuster-Kino zurückzuerobern. Dafür hat sie sich das Kino-Reboot der Fernsehserie Drei Engel für Charlie ausgesucht, indem sie an der Seite von Naomi Scott und Ella Balinska zu sehen ist. Nachdem es in den vergangenen Monaten etwas ruhiger um das Projekt wurde, gibt es jetzt ein neues Lebenszeichen, und zwar in Form von zahlreichen Bildern. Von Entertainment Weekly kommt der erste Einblick in Drei Engel für Charlie, der uns die drei Engel auf geheimer Mission zeigt. Kristen Stewart verkörpert Sabina Wilson, die am liebsten Party macht und als hochqualifizierte Wildcard umschrieben wird. Ella Balinska schlüpft derweil in die Rolle von Jane Kano, ihres Zeichens ehemaliges MI6-Mitglied und der Muskel der Gruppe. Naomi Scott spielt Elena Holin, die als Wissenschaftlerin am MIT ausgebildet wurde und das Herz der Gruppe ist. Elizabeth Banks, die nach Pitch Perfect 2 im Zuge von Drei Engel für Charlie ihren zweiten amtfüllenden Spielfilm als Regisseurin präsentiert, gab gegenüber Entertainment Weekly weitere Einblicke in den Film. Dieser ist offenbar international ausgerichtet und soll weniger als ein Reboot als eine Fortführung der bisherigen Geschichten sein. So verstecken sich im neuen Drei Engel für Charlie-Film sowohl Verweise auf die Originalserie als auch die zwei Kinofilme mit Cameron Diaz, Drew Barrymore und Lucy Liu in den Hauptrollen. Außerdem betont Elizabeth Banks, dass es hier darum ging, einen Film zu schaffen, der drei Frauen zeigt, die zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Es war mir sehr wichtig, einen Film über Frauen zu machen, die zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Es sollte kein Film über ihre romantischen Verwicklungen oder ihre Mütter werden, die sie nicht anrufen. Das hat Elizabeth Banks gesagt, Freunde. Drei Engel für Charlie startet bei uns am 7.11.2019 in den Kinos. Neben Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska gehören Patrick Stewart, Jimon Honsu, Sam Cleffin und Netflix-Star Noah Centineo zum Cast des Films, Freunde. Freunde, Frage an euch. Wie gefallen euch die ersten Bilder von dem Drei Engel für Charlie Reboot? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Bildern haltet zu dem Film. Ja, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet von den ersten Bildern, Freunde. Ich muss sagen, sehen nicht schlecht aus, die ersten Bilder zum Film. Aber Freunde, was meint ihr? Schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr zu den ersten Bildern von dem Reboot von Drei Engel für Charlie sagt. So Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch die neue Folge gefallen hat vom neuen Format Movie Talk, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr hier machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu der letzten Movie Talk Folge. Das war zum neuen Terminator-Film.
Also Terminator 6 oder Terminator Dark Fate. Da sind jetzt neue Bilder aufgetaucht vom Film. Falls du wissen wollt, was für Bilder, wie die Bilder aussehen, dann gelangt hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game over. Ciao.